wollte fragen, ob Sie sich vielleicht mal kurz noch vorstellen könnten, was machen Sie hier im Spital genau, wo liegen Ihre Aufgaben? Ja, ich bin Gesamtleiter Aus- und Weiterbildung hier im Spital. Das heißt, ich bin einerseits mal zuständig für Mitarbeiter, also die schon hier im Spital sind. Und auf der anderen Seite die Auszubildenden, Studierende, also in verschiedensten Berufen. Ich kann jetzt eine Frage, und zwar so, vielleicht haben Sie Tipps für Leute, die eben sich jetzt in einer Situation befinden, wo es wirklich so ist, dass die Eltern sagen, hey, ich glaube, du solltest den Weg gehen. Das wird irgendwie vielleicht auch von den Lehrern gepusht. So, wie bricht man raus? Deine Aufgabe ist es eben, die Instrumente oder die medizinischen Produkte wieder bereit zum Einsatz zu machen. Das heisst, es ist für die OP oder einfach für was sie gebraucht werden. Wie kommt man auf so einen Job? Also, es ich komme schon auf die Idee. Ja, weil irgendwie ist es klar, dass es das braucht, aber ich hätte nicht gedacht, eben, dass es eine Ausbildung für das braucht. Wie bist du auf das gekommen? Einfach, ich war es einfach plötzlich. Ich habe es auch nie so wie du studiert. Ich habe nie gedacht, ist interessant oder nicht. Ich habe wirklich nicht studiert, aber plötzlich ist mir auf Kollegin gesagt, schon jetzt sie suchen dort. Du hast auch etwas gemacht bei Pflege, dann könntest du vielleicht etwas dort. Vielleicht. Oh mein Gott! Oh mein Gott, das ist so weit, so der Dunkelsaal, so laparoskopisch. Oh mein Gott, ich sehe mir ja drin. Sind die verschiedenen Funktionen, die dann zusammenarbeiten, oder? Also, es sind sehr viele Leute im Saal drin. Von Anästhesie auf der linken Seite, dann haben wir im Zentrum Chirurgen, dann rechts oder links vom Chirurgen ist immer der Assistent. Und dann eben so diejenige, die quasi alles, was rundherum braucht, dann anreicht. Wow. Und da, was ihr seht, ist ein Bildverstärker. Das heisst, es wird in Knochen reingeräumt und all die Platten. Ja, du hast dir sehr, sehr eine spannende Ausbildung ausgesucht, als Operationsassistent. Wie bist du da drauf gekommen? Ich habe den Job eigentlich lange gar nicht kennengelernt. Ich habe auf dem Bau zuerst gearbeitet. Okay.